Ich freue mich jetzt aber. Nix. Du brauchst dich gar nicht freuen. Du brauchst dich mal gar nicht freuen, auf sich zu freuen. Jetzt drücke ich hier drauf. So ganz ehrlich, immer ist extra ganz unshowmäßig. Sage ich jetzt, dass ich jetzt da drauf drücke. Okay? Bist du bereit? Ich bin. Atme nochmal so durch. Es kommen ganz viele Menschen. Wir haben alle was zu erzählen. Finde ich das gut? Also bin ich, weil natürlich ich bin ja, findest du das gut. Aber ich bin ja manchmal in großen Menschenmengen, ist es so, dass ich mich so mittelwohl fühle. Das magst du nicht. Aber die Menschen, die kommen, die magst du, die kennst du auch schon ganz lange. Peng! Eine Band, der die Welt zu Füßen liegt, die deutsche Musikgeschichte geschrieben hat, erfolgreich auf allen Kontinenten. Nun sind sie heute hier. Tokyo Hotel mit einer Mission. Heute läuten sie für uns offiziell die Weihnachtssaison ein. Frohe Weihnachten alle zusammen! Hier sind Tokyo Hotel! Ich höre mir nachher noch mal in Ruhe an. Die Leute, die sind ja auch so richtig meine Brüche aus. Hi. Nö, das tue ich doch. Jacke. Ist das schön. Ist das schön. Guck mal, was für ein tolles Publikum. Wow, okay. Alle. Alle, ja, alle ich, das ist auch wichtig. Weißt du, die anderen, alle die, vier. Die anderen wollen ja auch immer mal ein bisschen Sendezeit. Ja, dass wir uns auch mal kennenlernen. Ne? Ja, ja. Mitkommen. So, ja, jetzt ist gut. Ich benutze deinen Kasten schon mal für die erste Frage. Ich benutze jetzt den Kasten, aber Kinder, schön, dass ihr mal wieder vorbeikommt. Oh. Es muss erst Weihnachten werden, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, immer seid ihr unterwegs in der Weltgeschichte, aber Weihnachten zieht euch wieder nach Hause. Wir sind extra für dich eingeflogen. Ja. Gerade eben gelandet. Merry Christmas erstmal. Aber es ja, ist das hier Christmas. Echte Kerzen haben dürft hier. Gut, ne? Wieso? Ja. Darf man nicht in Amerika nur noch Plastik? Wir haben nur noch Plastikkerzen. Nee, ja, auch selbst beim Videodreh. Wir durften keine echten mehr haben. Was? Wirklich? Ich komme aus der guten alten Zeit, wo DJ Bobo sich beim Videodreh noch die Eier verbrannt hat. Ja. Weil er über eine Explosion gefallen ist. Sag mal, bevor hier irgendwas passiert, kann ich einen Glühwein haben? Steht das da drauf? Ist das? Ja, steht auf der Karte. Ich will auch einen Glühwein haben. Natürlich, sicher doch. Ich weiß doch. Ja, das weiß ich doch. Ja. Also ich kenne dich doch. So, so macht man das doch auch an Weihnachten, damit man gut drauf ist. So, bitteschön. Einmal durchgeben, bitte. Ist das der erste? Genau. Ja, der ist jetzt gegen den Tascher erstmal. Ja, das sagen Sie jetzt. Erstmal der erste auf den Schreck. Ja? Schön, dass ihr da. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch nach draußen. Frohe Weihnachten. Sehr gut. Das zieht ihr ja richtig durch, ne? Schau mal, Bill und Tom, bei eurem Podcast macht es wirklich. Ne? Das heißt, ihr trinkt immer erstmal ein Getränk, um sozusagen in Laune zu kommen. Beruflich trinken. Ja. Ja. Ja, das gehört leider dazu. Ist total. Hab das eine Zeit lang mit Joko auch mal probiert. Das ist gründlich nach hinten losgegangen. Habe ich dich nicht neulich besoffen irgendwo gesehen? Wo war das? Warst du nicht gerade betrunken irgendwo? Ja, ja, war ich. Aber Fernsehen, ja. Ne? Ja. Fernsehpreis. Nee. Fernsehpreis? Da war ich, nee, da wäre ich gerne betrunken gewesen. <ja. lacht> Das hat aber nicht geklappt. Das war zu lange. Ich habe dann gearbeitet. Haben wir zusammen gesoffen am Fernsehpreis? Nee, haben wir nicht. Also wir haben wir sind aber zusammen Joko hingeflogen. War so angepisst, der ist direkt abgehauen. Ja. Wir sind aber zusammen hingeflogen und da wollte ich mit denen so plaudern. Ne, über das Leben sind die beide eingepennt. Ne, neben mir. Ja. So, also, ich habe jetzt hier meine Fragen, die arbeite ich jetzt hier ab. So, was geht so in L.A.? Gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Wir waren ja gerade in New York, ehrlich gesagt. Wir haben Halloween gefeiert. Habt ihr gesehen, du warst ein Ei. Ich war ein Ei. Hast du gesehen? Ein Ei, ja, wie gesehen, ja. Es gibt gerade so eine Abstimmung auf Spotify und ich habe gesehen, ich liege ganz weit vorne mit meinem Kostüm. Das Ding ist, die Leute denken immer, das war irgendwem von wem anders die Idee, aber Tom hat sich selbst zum Ei gemacht. Ja? Er wollte selber das Ei sein. Stimmt, du warst ein Ei, ne? Nein, weil das Ding ist, guck mal, Georg hatte schon wieder, was warst du nochmal, Neptun
oder wann? Ich war Neptun. Ah. Und da waren dann drei andere Neptuns auch auf der Party. Ja, Riccardo Simonetti war auch Neptun mit so Plastikmüll. Und ich hab gesagt, wenn ich als Ei gehe, bin ich garantiert das einzige Ei. Ich bin schon betrunken. Sag mal, ich bin ja sonst nicht so, aber hier auf der Karte steht, gibt's für den Glühwein noch einen Schuss? Ja, gibt's wirklich, ja. Ja, dann her. Ja. Warst du auch da bei der Party? Nein, ich war nicht dabei, nein. Gustav kommt immer nie. Warum kommst du eigentlich nie? Ich hab eine 7-jährige Tochter, das ist immer sehr schwierig in Amerika damit zu feiern. In Deutschland ist ja kein Problem. Die hätte unter den Tresen geschoben, der wäre gut gewesen. Nächsten Morgen wieder abgeholt, aber ja, in Amerika schwierig, ja. Also, da kann man den nicht über Nacht im Smallland lassen, ne? Ja. Das geht nicht. Das ist, wo ist denn jetzt der versprochene Schuss? Kommt. Kommt jetzt gleich. Sag mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin und auf meine Karte schaue, dann schießt mir die Frage ein, wie feiert ihr denn Weihnachten? Wie feiert ihr? Das interessiert mich wirklich. Seid ihr in Magdeburg oder seid ihr in L.A.? Oder wie? Na, wir gehen zu Gustav noch mal Ente essen. Gustav kocht immer. Wir machen so ein kleines Weihnachtsdinner bei... Ja, ein kleines Weihnachtsmenü. Bei Gustav zu Hause. Ja. Gustav ist also eine Kochmaus. Aber sonst machen wir das eigentlich... Wir sind so richtig deutsch trotzdem, auch in Amerika. Also wir feiern nicht am 25., sondern am 24. Erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Gibt es in Amerika eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ja. Machen wir trotzdem. Manchmal auch Dritter, wenn man das manchmal Zeit auch Dritter. Manchmal auch Dritter. Ja. Das gibt's schon, ja. Also das heißt, ihr macht das, dann gibt's auch richtig Kartoffelsalat, so puristisches Essen und sowas. Und dann spielen wir natürlich die ganze Zeit unseren neuen Song Your Christmas. Ja. Das ist gut. So, den hören wir natürlich. Ja. Also, was ich so richtig sympathisch immer finde, wenn man so Promo so wirklich so gut einweht. Ich dachte so ganz subtil. Ja. Also. Carrie hatte uns heute angerufen, die ist ganz eifersüchtig, dass wir einen Weihnachtssong rausbringen. Ja. Und die fühlt sich schon schwer bedroht von uns. Ja. Das kann. Wie heißt er noch? Your Christmas. Your Christmas. So, und sind wir mal da bei dieser Halloween-Party. Was muss man verbrochen haben, damit man da nicht eingeladen wird? Wie, warum? Ja, Olli Schulz war auch da, habe ich gesehen. Der war da. Ja. Der war da. Gesehen? Aber klar, weiß ich, im Internet. Nicht, ne? Du durfst nicht kommen. Ich durfte nicht kommen. Sollen wir euch auch mal einladen? Ich hatte mein Eierkostüm schon an und es kam kein Anruf. Ja, dann kommt er vorbei. Seid ihr jetzt die offizielle Einladung ausgesprochen für dieses Jahr. Ja. Sehr gut. Ja. Aber sag mal, ihr habt jetzt tatsächlich einen Weihnachtssong rausgebracht, aber erzähl doch mal, wie kommt man darauf, wenn man jetzt sagt, also wir machen jetzt einen Weihnachtssong. Was ist das Gefühl da? Wo sollen die Leute das dann hören? Wirklich am Heiligabend statt Stille Nacht, Heilige Nacht? Oder was ist das? Ja, es gibt ja viele unterschiedliche Situationen. Also es gibt ja so zum Beispiel beim Geschenke auspacken, da will man eher so Hintergrundmusik haben. Ja. Da willst du ja nicht, da bist du abgelenkt von den geilen Geschenken, die es gibt, von den Diamanten und so weiter. Ja. Und dann gibt es natürlich aber auch noch zum Beispiel, wenn du kochst oder sowas. Ne? Das ist ja auch eine Situation, wo da willst du in gute Stimmung kommen. Dann gibt es natürlich auch noch die Zeit, wo man schön tanzt nach dem Essen. Ja. Zum Beispiel. Das Ding, wir und unser Song passt zu allen Situationen. Du tanzt nach dem Essen? Ja, nach dem Essen wird getanzt. Ja. Ja, und das Ding ist, so ein Weihnachtssong kannst du ja nur einmal machen. Weißt du, die Chance hast du nur einmal. Ja. Wenn du das verkackst, dann kannst du es nicht wieder machen. Aber wenn du den gut machst, kann das natürlich die Rente sein. So, genau. Das haben wir uns gedacht, weil wir wollten nicht mehr so viel arbeiten. Wir wollen eigentlich nur noch Glühwein saufen in Zukunft. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, schreiben wir mal einen guten Weihnachtssong. Ich schätze und liebe dich für deine Ehrlichkeit. Wirklich. Muss ich sagen, finde ich wirklich gut. Weil natürlich denkt man nicht irgendwie, der liebe Herrgott, der Jesus hat Geburtstag. Sondern man denkt, hier, Last Christmas, wir wollen die Kohle reinholen. Darum, ja, schön den Song streamen und dann brauchen wir so, noch. Ja, aber ist doch auch in Ordnung, darum geht's. Das ist doch auch mittlerweile ein kommerzielles Fest geworden. Seid ihr denn welche? Das interessiert mich wirklich, weil vielleicht gibt es da ja Unterschiede, weil ich euch ein wenig traditioneller einschätze als jetzt euch in eurem ganzen Lebenswandel. Wird das Geschenkpapier so aufgemacht, dass man es nächstes Jahr nochmal benutzen kann und gebügelt? Oder und gucken die anderen zu oder reißen alle wie die Tiere alles auf? Ich krieg Ärger, wenn ich das nicht so ordentlich aufmache. So. Ja, das also ist ich hebe wirklich Schleifen auf. Auch. Wirklich? Also schleifen wir mich auf. Hm? Also wirklich so große rote. Ja, ich finde auch, das hat was mit Respekt zu tun. Nein, diese großen roten Schleifen. Wenn ordentlich vernünftig eingepackt hat, dann darf man das auch nicht aufreißen. Ja. Und man muss dann auch. Und was macht ihr, wenn ihr richtige Scheiße geschenkt bekommt, aber ihr wisst, ihr enttäuscht denjenigen, wenn ihr nicht aufrichtig begeistert seid? Ich tue immer so. Ich bin ein super Schauspieler. Mach mal. Oh. Nein, ich kann also ich finde das auch, vorhin wurde ich gefragt, ob ich schon mal ein Weihnachtsgeschenk umgetauscht habe, würde ich nie machen. Ich finde, das macht man nicht. Ich finde, man muss mit der Scheiße dann leben. Ja. Oder? Ja. Ich würde das nicht, ich habe auch sowieso noch nie in meinem Leben was umgetauscht. Wüsste gar nicht, wie das geht. Was ist denn so ein beschissenes Geschenk? Was du richtig sagst? Selbstgebackene Kekse. Alles, was selbstgebacken ist. Ja. Selbstgemachte Eierlikör auch ganz auch. Ja, finde ich auch schwierig. Also alles, was mit Lebensmitteln ist, schwer, finde ich. Ja, Lebensmittel. Bill verschenkt gerne so ein Aktfoto. Foto von sich. Schwarz-Weiß-Kalender. Schwarz-Weiß-Kalender oder so. Ja. Also ganz nackt. Ganz nackt. Ja, nee, mit so einem kleinen Tannenbaum davor. Aber stilvoll. Also stilvoll. So wie ein Playboy, stilvoll. Ja. Ästhetisch. Ja. Ästhetische Fotos. Kann ich ein bisschen Glühwein noch bekommen? Na klar. Ja. Oh, ich habe auch noch Glühwein. Trinkst du auch noch Glühwein? Ja, ich habe das ist gleich leer. Ja. Was für ein Schuss macht man Schuss da rein? Der Schuss ist da schon drin, da ist Rum drin. Bei mir ist richtig viel Rum drin. Ihr werdet das auch schon. Ich nehme noch ein bisschen. Ich bin einmal
da habe ich in der Sendung, ging das irgendwie auch so los. Und dann, das war die einzige Aufzeichnung, wo meine Mutter mal zu Gast war im Publikum bei Zirkus Halligalli und hat die mich mit meinem eigenen Auto besoffen nach Hause gefahren nachher. Danke. Aber ihr seid auch solche, die dann besoffen randalieren, deswegen müssen wir euch jetzt rausschmeißen auch. Ja, das müsst ihr wieder gehen. Das war aber kurz. Beim Nachschlachter sagt man. Aber bei mir ist wirklich, das schmeckt echt nach heißem Rum. Bei mir. Das ist, nur ist doch geil. Ja, ja, ist geil. Ja, aber stimmt, das ist, das, also, ne, wenn ihr eines könnt, dann ist es praktisch saufen. Nicht wissen, wann gut, wann, ja, auch wann so, bei so Partys auch dann, sagen wir mal, den Moment, wo man hätte gehen sollen. Ey, wir waren ohne Scheiß, wir waren beim Fernsehpreis waren wir noch auf der Aftershow-Party. Ja. Bist du nicht mehr gegangen, ne? Das war unser erster Fernsehpreis. Ja, und ihr habt gewonnen. Ja, ihr habt gewonnen, aber trotzdem, das ist ja so wie so ein Flohmarkt, sieht das ja aus, das ist ja so, ich war ein bisschen lieblos hingestellt. Aber ihr macht was draus und das muss ich sagen, also, ihr habt dieses letzte bisschen Magdeburg, das habt ihr nicht verlernt. Ja. So, ich hau auf. Schön, dass ihr da wart. Große Freude. Tokyo Hotel, Your Christmas heißt der neue Song. Tokyo Hotel. Danke.